Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 7 von ARK. Und ich weiß mal wieder gar nicht mehr, welche Tasten ich benutzen muss. Hä, ist da nicht die Tür? Oh ne, das war daneben. Knopf daneben ist halt auch vorbei. Da habe ich gerade eine Schildkröte gesehen. Können wir uns die schon? Oh, ich habe ein Riesenteil. Ich probiere die zu killen. Schon gleich down. Ist er tot? Ja, sie ist tot. Geil. Was eine fette Schildkröte. Und wir haben einiges an Fleisch gekriegt. Das ist natürlich auch cool. Ups. Ah. Sehr gut. Alter, dass wir jetzt gleich so anfangen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Meine Gesundheit steigt auch wieder. Alles soweit gut. Die Kiste haben wir schon erlernt. Okay. Wo ist denn die? Ah, hier. Brauchen wir noch ein bisschen Stroh. Inventar öffnen. Ja, wir lassen mal das ein bisschen noch brennen hier und gehen mal noch ein bisschen Holz holen. Inventar. Hallo? Ich brauche nämlich noch eine Fackel nicht, speziell eine Steinaxt wollte ich nur haben. Schmecken wir mal. Ach, wieder die falsche Taste, Mann. Ich habe es immer noch nicht geschafft, sie umzulegen. Ja, den Baum hier wollte ich eigentlich jetzt nicht fällen. Das sieht nämlich so cool aus. Warte mal, ich brauche doch Stroh. Oh oh. Oder war der nicht lieb? Ach, das war so ein Lieber. Okay, oder? Ja. Gut, wenn der lieb ist, dann bin ich auch lieb. Man muss hier ja nicht unnötig die Kreaturen stören. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Stroh. Gib mir mal ein bisschen mehr Stroh. Gut. Ja,
in die Richtung müssen wir. Oh, der will mich besuchen kommen. Aber das sind noch kleinere. Das ist wieder so ein hässlicher. Ja. Oder? Oh, und der ist Level 28. Aber hey, was soll's denn? Wir rocken das Ding hier gerade mal. Im Moment sind wir gut dabei. Ach so, da. Ich hab keinen Platz mehr. So, Inventar und dann müssten wir uns eigentlich eine Kiste herstellen können. Und wir haben keinen Stroh, keine Fasern und. Ach Manu! Ach Manu, Manu, Manu. Aber mein Inventar ist auch schon wieder so voll. Fallen lassen. Oh, nicht ins Feuer werfen. Okay, da rennt der eine rum. Inventar öffnen. 7 gebratenes Fleisch. Verdippt in. Okay. Kann ich hier nicht mit Kohle? Also das finde ich ein bisschen seltsam. Dass ich hier nicht mit Kohle mein Feuer betreiben kann. Steine brauchen wir eigentlich nicht. Brauch eigentlich Stroh. Stroh und Fasern. Aber wenn wir so viel Holz kriegen, dann können wir uns vielleicht bald auch ein Holzhaus bauen. Guck mal, wie viel Holz da rauskommt. Ja, wo ist der Mann da? Gucken mal kurz ins Inventar. Können uns eine Holzkiste bauen. Gehen wir mal schnell wieder nach Hause hier. Bevor wir wieder so ungebetenen Besuch bekommen. Ich glaube, den hier sollte ich bald mal zähmen. Das sollte ich probieren. So, wir haben die Holzkiste jetzt. Stellen wir mal hier in die Ecke. Supi. Inventar öffnen. Und dann legen wir da mal die Holzkohle rein. Oh, was kann man da noch? Die Beeren können wir da auch mal reinmachen. Hm. Hast du schon wieder zum Maulen? Ach so, hier kann ich alles nehmen machen.
Inventar öffnen. So. Was macht denn der? Stroh, Feuerstein. Feuerstein können wir auch hier. Ne, Feuerstein lassen wir mal noch drin. Metall brauchen wir nicht. Was jammert denn der? Nee, Strohboden wollen wir nicht abreißen. So, also, wir haben eine Kiste. Das ist sehr cool, das ist sehr cool. Nahrung, wir sind bei 0%. Marco Bern, tun wir auch mal hier rein. Ja, ich esse ja gleich. Ich glaube, der jammert so, weil er Hunger hat. So, falsche Taste. Wie immer. So, Nahrung steigt. Hat schon wieder gekackt hier. Aufheben. Sollen wir das auch in die Kiste machen? Ist halt ein bisschen eklig, ja? Eine Fackel können wir uns mal noch machen. Was kann ich denn mit den menschlichen Fäkalien machen? Konsumgut. Jeder Kack schickerfrei. Der deinen Pflanzen beim Wachsen hilft, wäre ein effizienter, wenn du es mit Stroh in Kompostbehälter kombinierst. Ich habe aber noch keinen Kompostbehälter. Das ist natürlich etwas. Einen Schlafsack habe ich auch schon. Den habe ich schon erlernt. Hier, stimmt. Fasern und Stroh. Ich muss jetzt mal gucken, was wir uns als nächstes machen. Was ist das? Notizbuch. Schuhe, Handschuhe, Kopfbedeckung. Ein Pinsel brauchen wir nicht. Narkosemittel. Bluttransfusionsset. Eine Fahne, Standfackel, Strohdächer. Ein Holzfundament. Seht ihr, dafür brauchen wir dann irgendwann das viele Holz. Ja, ich hoffe mal, es wird bald wieder Tag. Ich wollte jetzt in der Nacht nicht unbedingt hier aus meiner Hütte raus. Sort by weight. Teil, Unsort Item. Okay. Create new folder. Stammverwaltung. Okay. Ich muss mich immer noch so ein bisschen manchmal. Was ist hier? Ach, hier kann ich der Kiste einen Namen geben. Kiste. Nö. Okay, ist auch Wurst. Ist ja Wurst. Wasserschlauch. Das sieht schon wieder besser aus. Nahrung steigt.
Und draußen tapst schon wieder irgendein Dino rum. Ja, das ist der hier. Den müssen wir uns unbedingt. Aber wie? Ich glaube, ich sollte das. Was? Halten gerade Markierungsnamen. Basis. Achso, nee. Ah, ich weiß die. Warte mal, geht es einfach so? Basis 1. Annehmen? Nee. Ich weiß halt nicht, wo ich mich eigentlich aufhalte. Das ist so ein bisschen mein Problem. So. Der wäre eigentlich ganz cool. Ah, das ist wieder so ein komisches Vieh. Was ist denn das? Zitin. Okay. Ich weiß zwar noch gar nicht, wofür ich das brauche. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass es hier auch regnet. Hier muss man schon ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es auch Wasserdinosaurier. So, Türe. Die Türe sieht man so schlecht. Ich renne immer gegen die Wand. So. Ein robustes und flexibles Material aus der aus dem Exoskelett bekommt man hauptsächlich von toten Insekten. Ja, ist doch ganz cool. Kann man bestimmt brauchen. Ich guck noch mal hier ins Feuerchen rein. Wie viel brauchen wir denn? Keine Ahnung. Wir machen einfach mal ein kleines Feuerchen im Regen. Und gucken mal, was wir noch finden können. Hier ist halt schon ziemlich viel abgeholzt. Aber wir kommen ja langsam voran. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen und hauen das alles dann in die Kiste. Weil endlich haben wir mal so einen kleinen Lagerplatz. Ja? Das hatten wir ja bisher alles noch gar nicht. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig. Auch wenn es nicht so aussieht. Ja, mir ist kalt, ich weiß. Wir gehen jetzt auch schon wieder in unsere Hütte. In unsere Hütte und machen hier mal die Steine rein. Oder zumindest einen Teil. So, dann was machen wir hier noch? Wir könnten mal gucken, was wir noch craften können.
Nichts. Nichts. Das ist ziemlich wenig. Aber ist auch nicht so wichtig, weil wir haben heute einiges an Fleisch. Ja, alles nehmen. Ich mache das immer so ein bisschen umständlich. Aber das lerne ich auch noch. Ich lerne das noch, glaubt's mir. Verderben die jetzt alle? Ich habe gerade neue reingemacht. Stecken die sich an und sind dann alle kaputt? Nee. Okay. Wir müssen etwas Fleisch essen. 4 Stück, um genau zu sein. Ich denke, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Da hinten kommt die Sonne durch. Irgendwo kommt die Sonne. Hallo? Da ist doch ein Schatten. Da ist ein Schatten, aber keine Sonne. Was soll denn das? Wo ist denn die Sonne? Ja? Naja, ist ja auch egal. Wir haben die nächste Folge überlebt. Wir haben 1, 2, wir haben 3 Tiere diesmal erlegt. Supi. Ein komisches Kriechtier, so ein eine Riesenschildkröte. Die fand ich übelst geil. Und nochmal so ein komischer, hässlicher, narkotischer, kleiner Dinosaurier. Wenn es euch gefallen hat, stopp. Ich wollte noch wissen. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ich wollte noch was wissen, glaube ich. Ah genau, wie ich eigentlich im Grunde einen Drachen zähmen kann, ja? Also muss ich den mit einem Knüppel tothauen, mit einem Knüppel hauen, damit der nur bewusstlos ist, oder muss ich den, kann ich den mit dem Speer irgendwie malträtieren? Weil ich würde mir sagen, wenn ich den mit dem Speer malträtiert habe, dann ist er tot, dann geht da nichts mehr. Deshalb schreibt es mir in die Kommentare, wie ich das machen muss. Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute.